Moin YouTube. Ich habe ein Paket bekommen von Mix Body Shop. Yeah, ich freue mich. Wie wir uns alle mal freuen, wenn wir Pakete bekommen. Und ich dachte, ich packe das mal kurz aus für euch und zeige euch, was ich mir Schönes bestellt habe und auch in den nächsten Tagen dann mal reviewen werde. Wie die meisten Abonnenten, die mich ja schon länger kennen, wissen, koche ich sehr gerne und viel und habe deswegen jetzt mal was bestellt, werdet ihr gleich sehen, und zwar die sind ja riesig, die Flav Kings Gewürze. Es gibt ja in Amerika schon länger, ich weiß nicht, ob es Flav God oder Flavor God heißt. Und die haben, glaube ich, ein ziemlich ähnliches Bild, ja. Und ich war mir jetzt, ich dachte, das wäre das Gleiche. Hab halt God und King halt jetzt nicht so groß auseinandergehalten und von der Aufmachung auch ziemlich gleich. Lass ich mal gucken, Flavor King, komm. Ne, die kommen aus Deutschland. Vielleicht, ich weiß nicht, ob die das einfach nur kopiert haben, weil dieses Flavor God gibt es halt in Amerika schon länger. Und da auch recht erfolgreich. Und sind eigentlich ganz begeistert, die Leute davon. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das die gleichen Geschmacksrichtungen sind. Ich habe jetzt nicht alle bestellt, sondern ich habe bestellt, was ist denn das hier überhaupt? Everything bestellt. Dann habe ich einmal Tasty Lemon bestellt. Und was habe ich noch bestellt? Garlic Lovers für alle Knoblauchfans. Das darf ich dann, glaube ich, oder werde ich nur am Wochenende vertilgen, weil ich mit meinen Kunden ja doch noch die nicht voll stinken wollte. Hier mal kurz Kamera fixieren. Also, das sind die Flav Kings, nicht Flavor Gods, Flav Gods. Ja, ich mache eine Review dazu, bin gespannt, wie das schmeckt. Fand es auch, als ich sie bestellt habe, krass teuer. Bin halt auf die Seite gegangen und die ist halt auf Mix Body Shop verlinkt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob der das im Moment als einziger vertreibt. Und dachte halt so, ich glaube 8,99 kostet ein so ein Ding. Aber die sind auch echt recht groß. Das sind, wie viel Füllmenge hat das Ding? Steht gar nicht drauf, ne? Steht jetzt gar nicht drauf, aber die sind echt richtig... richtig groß, im Gegensatz zu den normalen Spendern, die man sonst so bei im Supermarkt kriegt. Von daher ist das preislich dann doch schon eher gerechtfertigt. Und als ich dann schon mal bestellt hatte, habe ich natürlich gleich nochmal mein Questbar-Bestand aufgefüllt. Oder habe ich ja auch seit dem Urlaub gar nicht mehr gehabt. Und da gibt es für mich eigentlich nur zwei Geschmacksrichtungen, die ich geil finde oder die einfach am geilsten sind und da keine rankommen. Das ist Cookies and Cream, glaube ich, viermal bestellt, und Chocolate Chip Cookie Dough. Die beiden sind einfach King, so wie Flav King. Ja. Die sind King, habe ich mir, ja, glaube ich, jeweils vier bestellt, wenn ich schon mal dabei war. Ja, ich werde jetzt mal kochen, mal gucken, was ich damit mache. Ich meine, Potatoes mal irgendwie würze damit. Garlic heute nicht, vielleicht mit so Lemon. Ja, ich guck mal. Es geht doch nichts über einen guten Kaffee nach dem Mittagessen. Ich habe gerade die Flav Kings Flavors ein bisschen ausprobiert. Auch mal Potato Wedges und können was. Erstes Fazit, aber das Richtige kommt noch. Und was passiert dann? Heute ist wie Weihnachten. Ich liebe es ja, wenn ich Pakete kriege. Eben die Lieferung von Mix Body Shop. Und jetzt wollte ich halt gerade noch einen Kaffee trinken und einen schönen Questbar Mumfen Chocolate Chip Cookie Dough.
mein Number One. Danach kommen die Cookies and Cream. Schön zum Kaffee. Da klingelt schon wieder. Und was könnte das sein? Was könnte das sein? Im Haushalt Otte. Es ist nichts. Es ist nicht neu. Boah, ist ja aber gut verpackt. Der nette Herr. So, da haben wir sie schon. Lange gesucht. Das Internet nicht mehr zu kriegen. Jetzt fragt euch natürlich, was könnte das sein? Die Nike Free Hyperfields. Knallrot. Muss man drauf stehen, ne? Auf diese knalligen Farben. Ich finde die super geil. Und ich check die gerade mal aus. Hab die halt gebraucht gekauft. Hab die nur noch bei eBay gefunden. Und die kosten sonst... Ich weiß es gar nicht. Die roten sind echt teuer. Gerade... lass mich lügen. Du würdest sie bestimmt für 150, glaube ich, kriegen. Gibt Modelle, Farben, die sind ganz günstig dabei. Aber diese roten sind super beliebt gewesen, als sie rausgekommen sind. Weil die halt so flashy sind. Und ich sehe gerade, die sind echt top. Also Verkäufer hat geschrieben, er hat sie ein, zwei Mal in der Halle angehabt. Die sind wie neu. Richtig nice. Jetzt kommt nämlich das Geile daran. Ich habe für die Dinger sage und schreibe mit Versand 30 Euro bezahlt. Richtig geiler Schnäpper. Könnte man jetzt für viel Geld wieder verkaufen, aber ich finde die richtig geil. Ich werde die gleich mal anprobieren. Gucken, wie die so sitzen. Sich anfühlen, sind schon sehr cool so. Freue ich mich. Geil. Hätte jetzt gedacht, es hätte auch sein können, dass die schon richtig abgetrashed sind, abgenutzt sind. Hier selbst die Sohle, da ist nichts dran. Wie gesagt, nur eine Halle angehabt. Richtig geil. So, jetzt werde ich noch mein Questbar. Geiler Tag, Alter, Leute. Das Leben ist schön. Ne? Nicht wegen materiellen Dingen, aber einfach so ein geiler Questbar. Schmeckt geil, ein schöner Kaffee dazu. Ein Schnäpper gemacht. Was wollen wir mehr? Danach muss ich arbeiten. Nicht mal arbeiten, Personal Training. Das macht mir sogar noch Spaß. Es ist nicht mal Arbeit in dem Sinne. Dafür ist heute Rest Day. Dafür habe ich morgen mega Bock ins Gym zu gehen, die Schuhe zu sporten. Das heißt, morgen ist Pull, habe ich auch Bock drauf. Leute, bleibt positiv, genießt das Leben, tut anderen Leuten Gutes mit dem, was ihr tut, beruflich oder wie auch immer. Und es kommt alles zurück. Ich habe das früher auch nie so geglaubt oder ja, dies, das. Karma gibt's. Auf jeden Fall, ey. Tut Leuten Gutes und es wird auf euch was Gutes zurückkommen. In dem Sinne will ich euch nicht zumüllen jetzt. Der Kaffee wird kalt. Peace. Ich schalte doch nochmal ein, weil die Schuhe sind der absolute Knaller. Die sind so bequem. There they are. Die sind so derbe bequem. In Hamburg sagt man derbe. Die haben hinten so einen leichten Bounce-Effekt. Super bequem, die Dinger. Und auch noch flashy. Gerade zu so einer schwarzen Hose mit schwarzen Socken. Richtig nice. Richtig geil. Eben noch am Zähneputzen, jetzt schon wieder im Auto. Moin YouTube! Wir sind wieder in Hamburg. Da waren wir auch die letzte Zeit. Ich dachte, ich nehme euch heute mal wieder mit, weil heute ist mal wieder ein bisschen ereignisreicherer Tag. Das heißt, es ist jetzt 7:45. Ja, jetzt geht's los mit den PTs. Dann habe ich noch eine Schulung zwischendurch und werde auch noch ein Rückentraining absolvieren, dann nehme ich euch auch mit. Dann werden wir bestimmt noch was essen. Ja, also ein Terminkalender ist voll, Tag ist pickepacke voll. Ich habe jetzt hier die Kamera so ein bisschen um
den Seitengriff gebunden. Ich hoffe, die wackelt gleich nicht zu doll. Ja, ansonsten ist heute ein normaler Freitag. Das heißt, viel arbeiten, freue mich aufs Training, freue mich aufs Essen. Ich habe die Flav King Gewürze gestern bekommen. Hab mir die bestellt bei, ich glaube, es läuft über Mixed Body Shop. Und habe die gestern schon ein bisschen getestet. Heute werden die aber nochmal den Alltagstest bestehen müssen, ob die dann wirklich so gut sind, wie viele es jetzt im Moment schreiben im Internet. Aber das werde ich euch später zeigen. Jetzt. Leider war es schon nach 16 Uhr bei FitX und nach 16 Uhr darf man nicht mehr filmen dort. Wir haben eine Drehgenehmigung, aber bei FitX darfst du nur von 8 bis 16 Uhr filmen. Und deswegen habe ich so ein bisschen nur die Übungen mit reingeschnitten jetzt, die so ein bisschen aus der Reihe fallen von den Trainingsausschnitten, da wo ich echt wirklich niemanden gestört habe und es niemand gesehen hat. Viel Spaß damit! Noch mehr Schuhe. Freunde, ich bin gerade wieder vom Pull-Workout da, was ihr bestimmt gerade gesehen habt. Und habe kurz gegessen. Und schon kommt der Postbote wieder, genau wie gestern. Ich glaube, dieses Vlog würde ich, wie nenne ich das? Shoes. Wer die letzten Videos verfolgt hat oder schon längere Zeit,
mir folgt, weiß, dass ich mir ein bestimmtes Paar Nikes kaufen wollte letzte Woche. Die gab es dann nicht in meiner Größe, habe ich Julia welche gekauft, das gleiche Modell. Und habe die jetzt aber bestellt und schon sind sie da. Beziehungsweise Julia will mir die jetzt, wollte mir die zum Geburtstag schenken. Hat aber gesagt, die kann ich ruhig schon anziehen. Deswegen sind sie auch schon ausgepackt. Beziehungsweise gucke ich sie mir jetzt an. Es sind die klassischen Roche Run. Heißen die so? Roche Run? Rush? I don't know. Auf jeden Fall, ich mag es ja gern schlicht und einfach meistens. Wenn ich es dann flashy mag, dann aber nur eine Farbe, wie gestern die roten Nikes. Und die sind einfach echt so klassisch. Gerade so eine einfach nur einer schwarzen Hose, black and white, super geil, wollte ich mir schon lange holen. Das Modell hatte ich auch noch nie, gibt es glaube ich auch schon ziemlich lange. Wir bauen uns ein Manwich. Manwich. Habe ich geklaut von Lex Griffin. Der hat auch immer die Manwiches, nicht die Sandwiches. Das heißt, ein richtiges Manwich kommt drauf. So ein Balance Toast. Was ist das, glaube ich, von Balance Active Sandwich von Harry Hari. Da drauf ist ein Spiegelei und Hähnchengrillbraten, 50 Gramm. Also richtig schön Eiweiß. Da drauf kommen jetzt zwei. Ich hoffe, man sieht das überhaupt die ganze Zeit hier. Zwei Salatblätter. Und schon ist das Manwich. Fertig. Das wird aber nicht alles sein heute Abend. Ich habe noch ein paar Macros offen. Da gibt es gleich noch die Mini-Rice-Waffeln von Kaufland. Das wird die nächste Edition werden. Die Kaufland Supermarkt Edition. Beste Fitness, freundliche Produktschau. Adi.